Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pentiment. Es ist beim letzten Mal noch nicht so viel passiert. Wir haben so einen klitzekleinen Einstieg in das Spiel gehabt. Und ich habe jetzt die Schriftart anders eingestellt, und zwar so, dass sie leichter zu lesen ist. Wenn ihr die alte besser findet und es jetzt nicht so einen Unterschied macht beim Lesen, dann schreibt das, dann werde ich das wieder zurückändern. Aber so lange behalte ich erstmal die leichte bei. Ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, wie die genau aussieht. Und wir wollten, glaube ich, noch hier mit dem kranken Peter sprechen, bevor wir weitergehen. Unser Ziel ist die Abtei. Da müssen wir irgendwie irgendwas schreiben. So. Oh, und mit denen haben wir sogar ein größeres Gespräch. Gott segne euch, Andreas. Genau, Andreas. Das Wetter war gotterbärmlich. Diese Stadt ist seit meiner Zeit tief gesunken. Das ist irgendwie so ein klassischer Satz von älteren Menschen, ne? Immer so, früher war alles besser und, oh nee, jetzt, ne? Alles ist im Untergang geweiht. Oh, schrecklich. Ja, und die Welt, die dreht sich immer noch. So, ich glaube nicht, dass die Stadtbewohner beim Wetter viel tun können. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Oder waren die Dinge sehr anders, als ich jung war? Kann sein, dass es einfach ein alter, einsamer Mann ist, der gerne sein Herz ausschütten möchte und ein bisschen reden möchte. Darauf muss man natürlich bei älteren Personen drauf achten. Manchmal knausern die nur ein bisschen rum, weil die einfach einsam sind und nicht wissen, wie man ein nettes Gespräch anfängt, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt hier nicht auf ihn zukommen, sondern ich würde wirklich sagen, das können denn die Stadtbewohner mit dem Wetter? Ah, tja, natürlich haben sie keine Ahnung mehr, wie etwas gemacht wird. Niemand folgt mehr den Traditionen. Die Traditionen, die sind natürlich immer richtig und es ist halt nie gut, mal was zu ändern. Also, ey, versteht mich nicht falsch. Manche alte Sachen sind gut und vielleicht auch manche Traditionen, kommt drauf an, was jetzt eine Tradition ist so, ne, und warum es eine Tradition ist. Aber nicht alles Neue ist schlecht. Und auch nicht jede Tradition ist gut. Der alte Abt störte uns kaum bei unseren Traditionen. Es machte ihm nichts aus, wenn wir Percha ein kleines Opfer brachten, damit der Himmel klar und das Wetter schön blieb. Ja, okay. Wenn jetzt wenn, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das ein Tier zu opfern das Wetter beeinflusst. Na, ja, egal. Ich weiß, andere Zeit, da wusste man noch nicht so viel. Mit seiner Welt ist das in Ordnung, dass er das sagt. Matthias wusste, dass Christus in unseren Herzen war, auch wenn der Name der weißen Dame auf unseren Lippen lag. Ja, also wenn ich da jetzt ab wäre, ich hätte die auch einfach machen lassen, so. Ich meine, das hält dann wenigstens die Volksstimmung hoch, ne? Jetzt siehst du ja, der ist unglücklich, ne? Das heißt, da macht der zeitige Abt ja schon was falsch. Oh, ich gebe zu viel eigenen Senf dazu, aber... Ah! Oh, wir haben wieder ordentlich was zu sagen. Die Kirche hat alle Bräuche heidnischer Götter verboten, kranker Peter. Ja gut, was bringt uns dieser Satz jetzt, ihm das zu sagen? Das weiß er. Welche alte Tradition? Ich dachte, der heilige Moritz beschützt Tassing. Oder ihr denkt, dass Geister für schlechtes Wetter sorgen, weil niemand mehr die Tradition beachtet? Aber die beste Antwort finde ich ehrlich gesagt sogar zu fragen, welche alten Traditionen, weil, ja, das hier könnten wir auch noch sagen, das hat mit dem jetzigen Glauben, sage ich jetzt mal, dass wir nach dem fragen. Sonst, ich will ihn jetzt hier nicht unnötig anmachen für seinen Glauben. Und dass das verboten ist, das weiß er selber. Ja, und die heilige Saat ja auch. Aber wer hat es eurer Meinung nach beschützt, bevor sie auftauchten? Ja, dann da deine komische Gottheit, der ihr das Vieh geopfert hat. Aber jetzt ist es ja der Moritz. Also reg dich nicht über die Tieropfer auf, die nicht mehr stattfinden. Die Heiligen waren nicht die Ersten, die über Tassing wachten. Mein Vater wusste das, der alte Running Camper wusste das. Diesem verfluchten Abt mag es nicht gefallen, aber einige von uns halten die Traditionen am Leben. Wie die alte Witwe Ottilia, keine Ahnung, ich werde das in der Abtei nicht erwähnen, oder was sind das für Traditionen? Nee, ich würde einfach sagen, ich werde es nicht erwähnen. Ist mir egal, geht mich nichts an. Mach das mit deinem Glauben, wie du willst. Ha, die Abtei! Perchas Hunde sollen den Abt holen. Oh.
Genau. Ich sollte gehen. Friedlich, wir gehen einfach. Ha, schön. Gott segne euch. Okay, aber ich hatte jetzt nicht seinen Einfluss quasi. Ist ja einmal so aufgeploppt, dass wir Einfluss haben auf irgendwas. So. Jetzt würde ich aber einmal ganz kurz auf meine Karte schauen. Wir sind jetzt bei Gärtnerhof. Nee. Stadt Almende. Boah, bis... Boah, ich muss mal kurz gucken hier. Bis zur Abtei dauert aber, ne? Wie kommen wir da denn hin? Ah, zur Wiese. Da müssen wir hin. Ui, ja, kann sein, dass wir das in dieser Folge noch nicht schaffen. So, was ist denn hier Schönes? Endres Schmidts Schmiede. Sie ist viel kleiner als die in der Abtei. Die Abtei hat eine eigene Schmiede. Interessant. Hier können wir nicht rein. Dann reden wir mal mit dem Schmied, was der so Spannendes zu berichten hat. Oh, Andreas, genau zur rechten Zeit. Könntet ihr mir kurz zur Hand gehen? Klar. Ausgezeichnet. Ich habe zu viele Eisen im Feuer. Oder besser gesagt, Hufeisen. Ich habe falsch gezählt, wie viele ich hineingelegt habe. Jetzt brauche ich eine Hand, sonst überhitzen sie und ich kann das Metall nicht bearbeiten. Oh Gott, wir müssen was aktiv machen. Oh Gott. Hier, nehmt das Hufeisen in die Zange. Legt den heißen Teil des Hufeisens auf den Amboss und ich schlage damit den Hammer drauf. War es jetzt gut? Gut, das nächste. Naja, gute Hufeisen sind das jetzt nicht, ne? Das sieht wieder besser aus. Ah, gut gemacht. Seht ihr, ging ganz schnell. Das stimmt. Danke für die Hilfe, Andreas. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, so viel auf einmal zu machen. Ah, es wäre schön, jemanden hier zu haben, der mir jeden Tag hilft. Habt ihr schon mal über einen Lehrling nachgedacht? Habt ihr schon mal über ein Kind nachgedacht? Seht mich nicht so an, malen ist schwer genug. Die Frage mit dem Kind finde ich gut. Ja klar, krieg jetzt ein Kind und dann hilft es dir in 20 Jahren. Ja, wobei, Mittelalter, in 14 Jahren hilft es dir. Nein, wir fragen mal nach dem Lehrling. Durchaus, aber keiner der Jungen im Dorf scheint daran interessiert zu sein. Aber vielleicht können wir einen überreden. Wort weiter, ich wette, ihr könntet Bert Drucker für euch gewinnen. Ha, wenn ich das versuche, reißt Klaus mir den Kopf ab. Ich tippe mal, Klaus ist der Vater, hm? Wie auch immer, ich möchte nicht noch mehr eurer Zeit in Anspruch nehmen. Ich sehe euch und Otto dann zum Essen im Gästehaus der Abtei. Bis dann. Oh, wie groß ist denn diese Abtei? Die Kirche hatte viel Territorium, ne? Okay, hier sind irgendwelche Reisenden. Mit denen interagieren wir gleich. Okay, oder werden wir jetzt zwangsläufig... Nein, Schafe, Schafe. Veronika. Martin, bitte, könntest du hier mal mit anfassen? Was wollt ihr? Ich behalte sie im Auge. Das sieht sehr nach Rumstehen und Nichtstun aus. Martin, Herrgott nochmal, hilf deiner Base? Base? Guten Morgen, Andreas. Entschuldigt uns, der Zaun ist kaputt, unsere Schafe entwischen. Das ist schlecht. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich merke schon, überall helfen wir. Ich könnte meine... Ich will halt wissen, was das hier ist. Ich könnte meine Hilfe anbieten. Ah, oh. Vielleicht, wenn wir anderen helfen, helfen wir uns selbst. Wir fühlen uns gebraucht und gehen in unsere Arbeit auf. Ach, dann sehen wir, was quasi eine schlechte und eine gute Entscheidung ist. Ist das so ein Tipp oder was? Dieser Tölpel Martin sollte ihn helfen. Brüll ihn an und mach ihn ordentlich Angst. Ja, das finde ich gut. Nein, das wäre vermessen. Ich stehe der Familie nicht nahe. Nee, doch, ich finde das gut. Martin, ihr Idiot, wollt ihr nicht helfen? Es wird in Erinnerung bleiben. Kümmert euch um eure eigenen Belange, Dreckskerl.
Martin, das reicht. Und Andreas, überlass das Maßregeln bitte meiner Mutter. Ich war so versucht, es tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht das Richtige war. Seht nur, da oben bei den Steinauers ist etwas im Gange. Ja, da zeigt jemand ganz wütend mit dem Finger irgendwo hin. Wer ist der Kerl auf dem Pferd? Sieht ziemlich reich aus. Ich weiß nicht, Martin, aber er kriegt von Linhard ordentlich was zu hören. Gott im Himmel, ich habe Linhard nicht so aufgewühlt gesehen, seit Johann auf Peter und Klaras Hochzeit die Hosen heruntergelassen. Was ist denn hier los? Also erstens kriegen wir gerade sehr viele Namen an den Kopf geworfen. Da weiß ich jetzt noch nicht ganz, wie ich dazu stehe, weil... Ja, als ob ich mir die alle merken kann. Ich bin so schlecht mit Namen. Ich tippe mal, das wird man irgendwo nachher nachlesen können, was, ich sag jetzt mal, von Relevanz ist, weil, irgendwie wird das ja noch einen Einfluss haben. Johann hat also auf Klaras Hochzeit die Hosen heruntergelassen. Naja, er hat zu viel Alkohol getrunken oder was? Hat meinem Mann zwei Zähne ausgeschlagen. Einem wütenden Steinmetz sollte man lieber ausweichen. Oh, boah. Ob er ein Adliger ist? Er sieht sehr reich aus. Gott verflucht, Martin, kannst du uns den Ärger einmal ersparen? Wie bitte, Tante Hedi? Benimm dich, haben wir nicht schon genug Scherereien? Andreas, wenn ihr so freundlich wärt, eure magere Gestalt die Straße hochzubewegen, wir müssen die Schafe einfangen. Natürlich auf bald. Arbeitet nicht so hart, Martin. Viel Glück. Oder nun helft eurer Tante und Base doch. Ja, ich bin halt ein kleiner Troll. Nee, ich muss das antworten. Hä? So, ich will jetzt... Okay, ich kann da nicht irgendwie... Muss ich... Oh Gott. Okay, das Laufen hier ist sehr komisch. Wie komme ich denn da hin? Einmal hier um die Schmiede herum. Ach, die Schafe versperren das. Ach, das ist ja blöd. Ah, vielleicht, wenn ich denen geholfen hätte, wäre ich da hingekommen. Ja, ich... Vielleicht... Ja, nee, ich komme da nicht hin. Ich werde nicht herausfinden, was es damit auf sich hat. Okay. Und hier runter kann ich jetzt gerade aber auch nicht. Komisch. Okay. Bin noch ein bisschen überfordert auch so mit der Steuerung. Okay, wir können da lang oder hier lang. Kirche und Druckers. Und wo lang... Ach nee, die Schafe versperren hier den Weg. Never mind. Dann gehen wir wohl zwangsläufig zur Kirche und den Druckers. So, jetzt muss ich aber auch nochmal auf die Karte gucken, damit ich ganz genau sehen, wie das, ganz genau sehe, wie das hier so entlang läuft. Okay, es geht schneller, als ich dachte. Also zur Abtei werden wir wahrscheinlich kommen. So. Ja, und hier hoch können wir noch nicht. Der Klau... Oh Gott. Wieso war das jetzt so... Guten Tag, Andreas. Wie geht es euch? Guten Morgen, Klaus. Ein weiterer Tag in der Abtei, um einige Stunden an meinem Meisterstück zu arbeiten. Das freut mich zu hören. Kommt ihr heute zum Abendbrot? Es wäre Marie und Bert eine Freude, euch zu sehen. Ihr müsst euch die neuen Holzschnitte ansehen, die ich für eine italienische Version des Till-Eulenspiegels habe. Mir war nicht bewusst, dass Vater Thomas euch italienische Bücher drucken lässt. Ach, Andreas, er ist nicht so streng. Ich weiß, dass er nur versucht, die Leute zu beschützen vor... Ketzerei, Hexenwahn, Abenteuergeschichten von fragwürdigem moralischen Gehalt, eurem schludrigen Schriftsätzen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was es hier mit den italienischen Zeugs überhaupt auf sich hat. Ich hab das Gefühl, je weiter wir voranschreiten, desto mehr Fragen habe ich. Ah, die werden auch irgendwie gefühlt nicht in nächster Zeit geklärt. Naja, ich frag mal nach den Hexenwahn. Oh, bei Gott, sag das nicht, Andreas. Wir sind weniger als einen Tagesritt von Innsbruck entfernt.
Was hat das jetzt für eine Relevanz? Es gibt keinerlei Veranlassung, die Leute hier erneut wegen Hexen in Aufruhr zu versetzen. Ist Innsbruck so bekannt dafür wegen Hexen und so? Ich weiß es nicht. Bitte untersteht euch in Gegenwart von Vater Thomas über Hexen zu sprechen. Das ist keine gute Idee. Okay, in der Nähe von Thomas nicht über Hexen sprechen. Gut zu wissen. Dann Abendbrot nach der Vespa? Ja, danke. Großartig. Ich werde Marie und Bert wissen lassen, dass er kommt. Bis später. Bis später. Wir sind zwar mit wem anders zum Essen verabredet, aber das geht bestimmt klar. So, und in das Druckerhaus komme ich nicht. Schade. So, wir können mit Klaus nochmal sprechen. Das interessiert uns nicht so. Und hier müssen wir mitreden? Okay. Thomas. Ah, ja, okay. Gott zum Gruße, Meister Maler. Ich hoffe, eure Woche verläuft nach euren Vorstellungen. So, wir können antworten. Habt Dank, Vater. Bislang ganz gut. Ich bin gerade zum Hügel unterwegs, um meine Arbeit zu verrichten. Oder vielen Dank, Vater, aber ich komme zu spät zur Abtei. Ja, ich würde jetzt mal langsam sagen, dass wir... Ich weiß nämlich nicht, ob das einen Einfluss hat, wie viel wir hier mit den Leuten quatschen. Ich würde sagen, dass wir... Ja, wobei, nachher ist es auch wichtig. Ja, egal. Wenn ihr für mich heute keine Zeit habt, ist euch das verziehen. Aber es bleibt die Frage, ob ihr am Sonntag Zeit für den Herrn haben werdet. Ne, da bin ich leider ausgebucht. Ihr versteht wohl, wie wichtig die heilige Kommunion für eure Erlösung ist, nicht wahr? Oh Gott. Ich muss mich entschuldigen, Vater Thomas. Ich verspreche euch, dass ich es diesen Sonntag schaffen werde. Oder, ja, aber ich habe bis spät in die Nacht an Skizzen gearbeitet und... Oder wir seufzen. Dann schauen wir mal. Ich bin Samstag zu lange wach gewesen, aber darüber möchte ich eigentlich nicht mit ihm diskutieren. Oh, jetzt haben wir hier drei Sachen. Wäre es denn eine so große Bürde, die Kirche am Sonntag aufzusuchen? Wenn schon nicht seinetwillen, so denkt doch an euer Seelenheil. Oder... Als hätte ein Mann keine anderen Pflichten. Vater Thomas sollte dir dankbar sein für all deine harte Arbeit in der Abtei. Oder dieser Gaukelprediger kann dich nicht in die Messe zwingen zur Hölle mit ihm. Nee, ich würde hier auf die Vernunft tatsächlich gehen. Ich bin nicht der Einzige in der Stadt, der hart arbeitet. Andreas, in diesem Leben geht es um mehr als euren Erfolg. Es geht um... Ah, das sind ja die beiden. Du liebe Güte, ein Tag, an dem wir solch hohen Besuch empfangen dürfen, muss wahrhaft gesegnet sein. Meister Maler, darf ich euch den werten Lorenz Baron von Rotvogel vorstellen. Er ist aus der Nähe von Worms zu uns gekommen. Uiuiui. Ah, ich habe schon wieder vergessen, zu welcher Zeit das spielt. Das ist noch nicht mit Luther, ne? Das sind noch ein paar hundert Jahre, glaube ich, vorher, ne? Wie schön, euch zu sehen, Vater Thomas. Es ist immer gut zu wissen, wenn man anderen in angenehmer Erinnerung ist. Ich wünschte, all eure Nachbarn wären so herzlich wie ihr. Will er darauf hinaus, dass es gerade eine schlechte Auseinandersetzung da mit jemandem gab? Nun, ja. Was führt euch diesmal in unser Städtchen? Meine Gemahlin und ich waren auf dem Rückweg von Venedig. Wir verbrachten ein paar Tage in Innsbruck, aber das erwies sich als furchtbar langweilig. Innsbruck hatte, wie alle Städtchen in den Alpen, einen gewissen Charme, aber es wimmelte überall von Adligen während der Einberufung des Reichstags. Der Kaiser, er war dort, habt ihr ihn gesehen? Ach. Nur ganz kurz. Er saß gerade Modell für ein Gemälde, recht ansehnlich. Aber ich wollte ihn und den Künstler nicht stören. Oh, okay, okay, okay. Verschiedene Antwortmöglichkeiten. Wer war der Künstler, mein Herr? Ja, als Künstler selbst ist es natürlich interessant. Warum wurde der Reichstag einberufen, mein Herr? Das könnte interessant sein, hier um ein bisschen die Geschehnisse einzuordnen. Oder... wir kommen ja, oder wir haben ja hier italienisches Know-how, deswegen haben wir hier dieses Symbol und können dazu was sagen. Wie hat euch Venedig gefallen, mein Herr? Ich habe dort nicht vor allzu langer Zeit gelebt. Ich habe aber das Gefühl, dass das irrelevant ist. Ich würde nach dem Reichstag fragen. Wir können natürlich auch nichts sagen, aber ich würde nach dem Reichstag fragen. Nichts, worum ihr euch scheren müsstet. Österreichische Belange. Habsburger Belange,
Da schlafen sogar die Adligen bei ein. Wie dem auch sei, meine Gemahlin wollte noch etwas in Innsbruck verweilen. Da habe ich mich entschieden, vorauszureiten, um Kirsau einen kleinen Besuch abzustatten. Ich habe natürlich gehört, dass Vater Matthias kurz nach meinem letzten Besuch verstorben ist. Ein großer Verlust für die Abtei und für uns alle. Ja, rest in peace. In der Tat, zum Glück stieß ich kürzlich auf ein Exemplar der Historia Tassiae, was auch immer das ist, die er bei meinem letzten Besuch gelesen hat. Das ist immer unterstrichen, deswegen denke ich, ist es wichtig, aber man kann hier nicht extra draufdrücken und... Doch! Oh, nein, ich hätte schon so viel erfahren können. Nein. Aber gut, dass ich das jetzt mal ausprobiert habe und das erfahren habe. Okay, Historia Tassiae, ein Bericht über die frühe Geschichte von Tassing. Kirsaus vormaliger Abt, Vater Matthias, besaß ein Exemplar. Baron Rotvogel brachte ein weiteres als Geschenk in die Abtei. Okay, es gibt also 2 Stück davon. Oh, da muss ich jetzt mal häufiger draufdrücken. Vater Matthias hoffte, ein zweites Exemplar zu finden, um den Inhalt des ersten zu bestätigen. Es gibt ein zweites. Das habe ich gerade eben gelernt. Es enthält einige faszinierende Details über die Geschichte dieses Ortes. Ich fürchte, sie könnte sogar einen kleinen Skandal verursachen. Ah, ja. Tolle Antwort. Aber jetzt muss ich los. Wir werden später noch genug Zeit haben, um über Tassings Vergangenheit zu sprechen. Ich habe über Vater Gernot ein Manuskript aus der Abtei bestellt. Ich wollte mich vom Fortschritt der Arbeiten überzeugen. Ja, wer ist Gernot? Ah ja, so sieht er aus. Danke für die Information. Oh, mein Herr, wenn ihr gekommen seid, um euer Manuskript zu sehen, solltet ihr mit dem jungen Meister Maler hier sprechen. Oh Gott. Ein echter Meister bin ich wohl noch nicht. Ich muss erst noch eine Ehe eingehen und vom Stadtrat berufen werden. Warum ist eine Ehe notwendig? Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, mein Herr. Ja, das würde ich sagen. Ja, das geht ihm nichts an. Andreas ist ein wandernder Künstler aus Nürnberg. In den nächsten Monaten hilft er im Skriptorium der Abtei aus. Ein Künstler aus Nürnberg, der im Skriptorium einer Abtei arbeitet, im Jahr 1518... Ah, nee, okay, so weit sind wir doch nicht. Oh, wir müssen uns unterhalten, Andreas. Ich will mehr über euch erfahren. Natürlich, mein Herr, es wäre mir eine große Ehre. Oder, nun, ich komme bereits zu spät zur Abtei, aber ich vermute, das geht schon. Oder, ihr würdet meine Anwesenheit wohl als wenig unterhaltsam und angenehm empfinden. Könnte natürlich gut sein, sich mit so einer reichen Person gut zu stellen, ne? Die Arbeit in der Abtei wird schon nicht so wichtig sein. Es wird in Erinnerung bleiben, huiuiuiui. Wunderbar, man trifft auf dem Lande so selten auf Leute, die etwas von Kunst verstehen. Oh. Hab Dank, dass ihr mir Meister Maler vorgestellt habt, Vater Thomas. Kommt heute zum Nachtmahl in die Abtei. Ich lade euch an den Tisch des Abst ein. Hat der Abt mich eingeladen? Oh, keine Sorge, Vater. Kommt einfach nach der Vespa vorbei. Was soll er tun? Uns abweisen? So, jetzt kann ich mal endlich nach der Vespa fragen. Ey, was ist das? Vespa, klösterliche Stunde zur Abenddämmerung. Eine der Hauptgebetsstunden, gefolgt vom Nachtessen. Nachtessen oder Abendessen? Ich. Ausgezeichnet, dann treffen wir uns dort. Michlaus, ich steige jetzt ab, lauf voraus und bring die Pferde zum Gästehaus der Abtei. Ich würde gerne noch etwas mit Meister Maler sprechen. Wir treffen uns dort. Sehr wohl, mein Herr. Gut, wir werden uns jetzt wohl weiter noch mit ihm unterhalten, wenn ich das richtig sehe. Ja. Nun denn, ein Gesell aus Nürnberg. Vergebt mir meine Offenheit, aber ihr scheint schon etwas alt, um noch kein Meister zu sein. Seid ihr unverheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich habe meine Berufung später als mein Vater und meine Brüder gefunden. Ich war einige Jahre an der Universität in Erfurt.
Erfurt wundervoll. Die Universität, die auch Martin Luther besucht hat. Habt ihr seine Werke gelesen? Ein großer Geist. Mensch, ich habe Luther schon angesprochen. wer ist wohl Martin Luther? Martin Luther, Priester und Professor für Theologie an der Universität Wittenberg, umstritten wegen seiner Äußerungen zum Ablasshandel der Kirche zur Vergebung der Sünde, die kürzlich veröffentlicht und im ganzen Reich verteilt wurde. Ja, da werden noch ein paar Banger kommen. Er sagt Dinge über die Kirche, die schon vor Jahren gesagt hätten werden sollen. Das könnte ihn in Probleme bringen, aber er ist ein mutiger und kluger Mann. Ihr könntet ihm vielleicht begegnet sein. Seid ihr? Ihr müsst es mir sagen. Oh nein, er war einige Jahre vor mir dort. So, wir können jetzt... Ah, das ist eine sehr, sehr interessante Entscheidung. Aber seine Ideen sind wirklich reizvoll, oder? Ich muss zugeben, dass seine Ideen für mich nicht besonders interessant sind. Wir können uns jetzt kirchenkritisch äußern oder kirchenunkritisch. Und wir wissen ja, ich habe ja gesagt, ich will mich mit dem Typen hier gutstellen, wenn das eine Relevanz hat. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Der hat ja gerade sich auch schon kirchenkritisch geäußert, ne? Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Ja. Seine Ideen sind wirklich reizvoll. Wird in Erinnerung bleiben. Ich stimme voll und ganz zu. Ich muss ihn einmal treffen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Ich frage mich, ob die Brüder in der Abtei schon von ihm gehört haben. Ja, bestimmt. Die sind bestimmt ganz erbost. Vielleicht haben sie seine 95 Thesen gegen die Kirche gelesen. Eine 1517 von Martin Luther verfasste Liste von Vorschlägen gegen die Praktik der Kirche, Ablässe zur Vergebung von Sünden zu verkaufen. Hat Martin Luther zu dem Zeitpunkt schon die Bibel übersetzt? Nee, ich glaube noch nicht, ne? Weil danach geht's, meine ich, so richtig ab, ne? Vater Matthias war einer lebhaften Diskussion nicht abgeneigt. Ich hoffe, dass Vater Gernot hier nicht enttäuscht. So, das ist der Neue, der ist unbeliebt. Ach, ja, stimmt. Okay. Aber vorerst genug von Luther. Erzählt mir von eurem Studium. So, wir können sagen. Vergebt mir, Baron, aber habt ihr eine Universität besucht? Ihr wirkt sehr gebildet. Oder warum interessiert ihr euch so für meine Ausbildung? Ja, ich frage, ob er an der Uni war. Ha, nein. Meine Familie ist lediglich vermögend genug, um mir alle Bücher und Lehrer zu beschaffen, die sich ein Kind nur wünschen kann. Ich liebe alles Wissen von Aristoteles und Cicero zum Ficino und Erasmus und alle, die zwischen ihnen kamen und jene, die da noch kommen werden. Und so für all die Leute, denen diese Namen hier nicht sagen. Aber ich glaube, Cicero, wenn man Latein in der Schule hatte, kennt man. Aristoteles, weiß ich gar nicht, ob denn jeder kennt. Erasmus, bin ich ehrlich, sagt mir nur was, weil wir hatten an der Schule so Erasmus-Austausch. Nee, ist Erasmus nicht sogar so ein Projekt hier in Europa mit so Schüleraustausch allgemein? Aber Ficino sagt mir nichts. Egal, wir gucken mal. Aristoteles, oh, hier ist direkt alles. Okay, wir gehen mal von hier und dann da lang. Okay, Aristoteles. Griechischer Philosoph und Schüler Platons. Als Universalgelehrter schrieb er über eine Vielzahl von Themen. Seine Arbeit wird von aktuellen Wissenschaftlern ausführlich zitiert. Und ihm werden sogar mehr Werke zugeschrieben, als er jemals verfasst haben kann. Ja, das ist ja schon wieder Quatsch. Erasmus. Erasmus von Rotterdam. Niederländischer Priester, Philosoph und ein herausragender Humanist des Nordens. Er ist bekannt für seine Werke in lateinischer und griechischer Sprache sowie für seine Forderungen nach Reformen innerhalb der Kirche. Ah, der hat schon die Kirche kritisiert. Das ist sehr interessant. Was mich hier aber jetzt gerade tatsächlich stört ist, man kriegt so ein bisschen Geschichtsunterricht. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Ich mag sowas. Und so. Hat mir damals schon als Kind ein bisschen geholfen. So, ich weiß nicht, Geschichte fand ich immer interessant und auch Geschichtsunterricht. Und da war ich dann immer voll dabei. Dass hier keine Geburtsjahre oder Todesdaten oder sowas von den jeweiligen Leuten stehen. Weil das hilft eigentlich, das zeitlich besser einzuordnen. Und so, weil Aristoteles
wird nicht zur gleichen Zeit wie Erasmus gelebt haben. So, zumal erstens, ich glaube, Aristoteles ist halt wirklich aus der Antike, schon alleine wegen Platon. Platon ist doch aus der Antike. So, und der ist schon Priester, der die Kirche, also das funktioniert ja zeitlich schon gar nicht. So, das heißt, man braucht zu viel Background, um das einordnen zu können. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber ich hätte es schön gefunden. So, Cicero, Staatsmann, Gelehrter, Anwalt und renommierter Redner der späten Römischen Republik. Er wird sowohl für seine Beiträge zur lateinischen Literatur als auch für sein rhetorisches Geschick verehrt. Ich fand das so ätzend, im Lateinunterricht Cicero zu übersetzen. Der hatte solche Bandwurmsätze, wirklich, bis da mal endlich ein Punkt war, ne? Schrecklich. So, also ich glaube, wir mussten ein paar Reden von dem übersetzen. So, ich finde es ja gut, wenn man Original-Dingsies übersetzt. So, das fand ich immer ganz gut. Aber. Oh, nee, Cicero war, glaube ich, einer von denen, das hat mir am wenigsten Spaß gemacht. Und ich fand Ovid schon mies. Naja, egal. So, aber jetzt kommt es nämlich. Aristoteles und Cicero, die sind in der Zeitspanne recht ähnlich beieinander, sage ich jetzt mal, weil das damalige Rom, das damalige Griechenland, da ist nicht so viel Zeit zwischen. Und das ist ja teilweise überschnitten. So, Erasmus mit Kirche ist schon wieder meilenweit danach. So, deswegen... Aber zuerst... Ja, nee, na, ich weiß nicht. Nee, ich hätte Jahreszahlen, hätte ich sehr gut gefunden. Einfach zur Einordnung. Das kann jetzt richtig unnötige Kritik sein, einfach weil ich so geschichtsversiert bin. So, das ist einfach so ein Steckenpferd von mir. So, Ficino. Marsilio Ficino war ein italienischer Priester und Humanist des 15. Jahrhunderts. Eine der führenden Personen der italienischen Renaissance. Er ist bekannt für seine Übersetzungen der Werke Platons ins Lateinische. Ja, sieht man auch nochmal. Wird nicht zur selben Zeit gewesen sein. Gut, da haben wir unser Geschichtswissen ein bisschen aufgefrischt und sehen auch, dass die Zeit langsam reif wird, dass das Gespräch mit dem lieben Herrn langsam enden sollte. Ich habe den Baron falsch eingeschätzt. Er scheint ebenso gebildet zu sein, wie es Studenten an einer Universität sind. In Wahrheit habe ich einfach Freude daran, mit anderen gebildeten Männern zu sprechen. Habt ihr einen Doktor gemacht? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur einen Magister. Ich habe an meinem Doktor gearbeitet, aber ihn nicht abgeschlossen. Oh, wie schade. Was war denn euer Fachbereich? Oh, ah, wir können noch mehr über uns auswählen. Ja, so unser Fachbereich. Theologie. Andreas verfügt über erhebliche Kenntnisse in katholischer Theologie, Bibelkunde, kanonischem Recht, Heresie und ähnlichen Themen. Ich muss einmal anmerken, Theologiewissen zu haben, ist gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt Irren gemacht. So, aber die Bibel mal so ein bisschen richtig zu verstehen, sage ich jetzt mal, ist nicht so kacke, sage ich jetzt mal, weil man sich dann auch kritischer mit ihr auseinandersetzen kann, sage ich jetzt mal. So, ich hatte einen Religionslehrer, der hat immer die einzelnen Sachen so auseinandergenommen, so. Und mal so ein bisschen richtig erklärt. Man versteht ja, wenn man die heute liest, versteht man ja auch vieles gar nicht so. Das fand ich eigentlich ganz interessant. So, lässt mich jetzt nicht unbedingt das alles da besser finden, aber es ist, sich mit sowas mal auseinanderzusetzen. Ich meine, da steckt ja ein enormer Einfluss hinter. Überleg mal, wie lange gibt es jetzt das Christentum? 2000 Jahre, ne? Ah. Ne? Also, das ist... nur weil ich mich mal kritisch äußere, heißt es nicht, dass ich es komplett verteufel. So, also wenn hier irgendwer Theologie studiert oder studiert hat, ne, ich finde das jetzt nicht kacke. So, Reichsrecht. Andreas kennt die Grundlagen der zersplitterten Rechtssysteme, die die verschiedenen Staaten des Heiligen Römischen Reiches regieren. Oder Medizin. Andreas kennt die Grundlagen der Humanbiologie, der Medizin und diverser Krankheiten. Wir können uns natürlich kritischer mit der Kirche hier in dem Spiel auseinandersetzen, wenn wir mehr darüber wissen. Rechtlich was zu wissen ist immer gut. Naja, Medizin brauchen wir auch nicht drüber reden, ne? Aber ich würde tatsächlich sogar hier in dem Spiel mehr zwischen Theologie und Reichsrecht schwanken. Ich glaube, das hat hier einen höheren Wert.
Sollte es auch hier aber in dem Spiel noch dazu kommen, dass Luther angeklagt wird und bla bla bla, und wir vielleicht sogar in Kontakt mit Luther kommen, ich habe wie gesagt gar keine Ahnung von dem Spiel, dann könnte hier Recht halt wirklich ganz gut sein. Theologie natürlich auch für, also na, beides. Ich würde aber fürs Recht gehen, glaube ich. Juristerei. Ich dachte wohl, ich könnte in Nürnberg praktizieren. Ich habe mich für dieses Fach nie sonderlich begeistern können, um ehrlich zu sein. Etwas langweilig für meinen Geschmack. Sind halt Gesetze, ne? Sind recht trocken. Zudem ist das Recht im Reich ein solches Durcheinander. Bayerisches Recht, rheinisches Recht, fränkisches Recht. Der reinste Wahnsinn. Ich gebe lieber Geld aus, um jemanden zu bezahlen, der diesen Unfug studiert hat, als es selbst zu lernen. Oh, das verstehe ich. Oh, wer kommt denn da? Ottilia. Ihr, wäre ich gläubig, hätte ich gebetet, dass ihr nie wieder herkommt. Seid verflucht, Lorenz Rotvogel. Pertschas Hunde sollten euch in Stücke reißen. Das wäre nur gerecht. Pertscha, heidnische Göttin der Alpen, verbunden mit Tieren und gesponnener Wolle. Sie wird immer noch von einigen Christen in Österreich, der Schweiz, Bayern und Schwaben angerufen. Okay. Diese bäuerlichen Gemeinschaften sind überraschend wenig gastfreundlich. Findet ihr nicht auch? Sag mir lieber, was du getan hast, dass sie dich so hasst. Ich bin zu neugierig, ich muss fragen, worum es da ging. Wer weiß das schon? Wenn ich das ergründet habe, ist die alte Hexe sicherlich schon tot. Schade. Und wie war eure frühe Zeit an der Universität? Jeder Student muss das Trivium und Quadravium studieren, nicht wahr? Was ist das denn jetzt schon wieder? Das Trivium und das Quadravium repräsentieren die unteren und oberen Abschnitte einer klassischen Universitätsausbildung der freien Künste. Lateinische Grammatik, Logik und Rhetorik bilden das Trivium. Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie bilden das Quadrivium. Ha. Das klingt ja sogar sinnvoll, ne? Zu der Zeit, heute muss das nicht jeder Einzelne lernen. Hattet ihr an einem Fach besondere Freude? Oh, wir können noch mehr auswählen. Oh, hui. Latinist, ja, ich hatte Spaß an Latein in der Schule, muss ich wirklich sagen. Andreas beherrscht die lateinische Grammatik und den Wortschatz gut. Er kann sich zudem leicht Sententiae Antiquae merken. Weise Worte aus der Römischen Republik und dem Reich. Logika. Andreas durchdenkt instinktiv die Implikation erhaltener Informationen und ist geschickt in der räumlichen Analyse und kann komplizierte Berechnungen problemlos im Kopf durchführen. Na, weiß er nicht. Ich und Kopfrechnen. Ich würde mich nicht als unlogischste Person bezeichnen, aber im Kopfrechnen ist echt nicht meine Stärke. 1 + 1, ich brauche 3 Minuten. Nein, das ist jetzt übertrieben. Redner. Andreas zeigt an der Universität großes Talent für Rhetorik. Er ist erfahrener Lehrer, Beeinflusser und öffentlicher Redner. Okkultist. Andreas verfügt über eine seelengefährdende Menge an theoretischem und praktischem Wissen über Alchemie, Astrologie, Nekromantie und verschiedene magische Riten und Zeremonien. Himmel und Erde. Andreas weiß viel über Sternbilder, Himmelskörper und ihre Bewegung. Zudem ist er durch Studium und persönliche Erfahrung mit verschiedenen Pflanzen und Tieren vertraut. Na komm, wir nehmen mal das. Das klingt ein bisschen simpel, aber ist mir egal. Ich liebe die Natur, Herr. Sowohl den Himmel als auch uns, als auch die Wildnis um uns herum. Offiziell habe ich so viel Astronomie studiert, wie ich konnte. Es ist unglaublich, wie viel wir von den Arabern und Griechen gelernt haben. So ist es. Aber auch heute lernen wir mehr über das, was wir am Himmelszelt sehen. Was als heidnischer Glaube begonnen hat, um unseren Platz in der Welt zu deuten, kann uns helfen, unseren Platz am Himmel zu erklären. Und es mag töricht erscheinen, aber ich habe viel Zeit in der Natur verbracht, um Pflanzen und Tiere zu studieren. Wirklich? Habt ihr die Bibliotheken in Erfurt nicht genug über Kräuter, um euren Wissenshunger zu befriedigen?
Ich möchte unsere ehrwürdigen griechischen und römischen Autoren nicht schmähen, aber De Materia Medica wurde bereits vor Christi Geburt geschrieben. Ein Pharmakope oder ein Buch zur Herstellung von Arzneimitteln aus mehreren Substanzen, geschrieben von Pedianus Dioskorides, einem griechischen Arzt und Botaniker, der in der römischen Armee Dienst tat. Der fünfbändige Text ist seit Jahrhunderten eine Primärquelle botanischer Informationen. Boah, kann sogar sein, dass ich das mal übersetzt habe. Weil ich hatte eine Facharbeit über Medizin in der Antike. Kann sein. Sicherlich gibt es noch viel mehr, das wir über Pflanzen, Ungeziefer und Tiere lernen können, wenn wir sie in der Natur beobachten. Und darüber hinaus empfinde ich eine große Liebe für verwilderte Orte. Obschon ich ihr akademisches Interesse an der Natur nicht teile, muss ich gestehen, dass ich mich manchmal an einem einsamen Spaziergang im Wald erfreue. Gab es noch andere Fächer, andere Bereiche, die ihr gemeistert habt? Oh, wir dürfen zwei Fächer wählen. Haha. Ja, eigentlich muss ich jetzt, weil ich eh schon so viel darüber geredet habe. Ich weiß, die Folge ist zu lang, es tut mir leid, ja? Latinist nehmen. Also ich... Latein ist eigentlich schön. Wenn auch sehr trocken. Ich habe mich ganz dem Lateinischen gewidmet. Es ist sehr nützlich, besonders für das Verständnis von Manuskripten. Absolut. Es lohnt sich, selber Sachen zu übersetzen. Und ich sag mal so, das ist mir sehr viel aufgefallen beim Übersetzen. Vielleicht übersetzt ihr irgendwer Latein, keine Ahnung. Ich rede einfach drüber. Das macht hier den Charme aus. Ich sag mal, vor allem in der Schule. Du hast da jetzt ein Wort. Hast du immer so einen Wortschatz, quasi so ein Wörterbuch. So, und da stehen dann drei Möglichkeiten der Übersetzung. Einmal heißt es Stuhl, einmal heißt es Pferd und einmal heißt es Hass. Das ist ja total gegensätzlich alles. Was soll das? So, ne? Da weißt du nicht, ja, was kann es hier sein? So, und dann lohnt es sich tatsächlich mal, sich zu denken, heißt es das denn auch wirklich so? Und dann guckst du mal in einem anderen Wörterbuch, abseits von diesem Lateinlernbuch so. Und dann siehst du, es gibt noch sechs weitere Möglichkeiten der Übersetzung. Und dann bist du so, aha, was soll ich damit machen? Und dann guckst du den geschichtlichen Kontext an und vielleicht den grammatischen Kontext. Weil in Kombination mit manchen Wörtern hat es dann diese eine spezielle Bedeutung. Dann bist du so, ha, es ist das. So, es war ganz lustig. Da gab es mehrmals die Situation, ja, hier, tragt mal vorne, was ihr übersetzt habt, so, ne? Und dann liest du so, und dann der Lehrer, nö, das ist falsch. Und du bist nur so, hä? Aber das ist, ich habe das grammatikalisch richtig übersetzt, so, und ich, das ist doch, das Wort heißt hier im Wörterbuch das. Also, nö, das macht gar keinen Sinn. Und so, bla. Und erzählt dann da ein und dann plötzlich kommt das komplette Gegenteil raus. Das ist so. Ich weiß nicht, ich mag es da. Also ich hab's geliebt. Ich weiß, ich glaube, der Großteil hasst es, aber ich hab's geliebt und. Manchmal, ich habe auch dann im Internet eine Übersetzung davon angeschaut. Ey, die haben manchmal so einen Quatsch erzählt. Es lohnt sich, manche Sachen selber mal sich anzugucken, weil Übersetzungen wird auch manchmal zu frei das dann gemacht und manchmal, ich habe ein Beispiel mit Übersetzung. Ich habe ein Beispiel. Was haben Adam und Eva gegessen? Diese verbotene Frucht? Jeder hat im Kopf diesen fucking Apfel. Das stand da aber nicht. Da stand, glaube ich, nur Frucht, aber das hatte damals jemand falsch übersetzt, weil die Vokabel entweder gleich oder ähnlich war. Und hat man statt aus Frucht Apfel gemacht. Und dann dachte jeder, die haben den fucking Apfel gegessen. Haben sie nicht. Es war nur eine Frucht. Die Frucht war nicht definiert. So, okay, ich habe genug geredet. Mann, es wird lang. Es tut mir leid. Wundervoll. Eine wunderschöne Sprache, die im größten Imperium der alten Welt gesprochen wurde. Sagt mir, was ist eure liebste Sententia? Der eigene Furz riecht immer gut. Nein. Hat einer dir gedient, so zeig es vielen an. Schweig aber, hast du Gleiches bei anderen getan. Oh, das klingt wirklich gut. Das klingt gut. Ja. Ja.
Das finde ich klingt wirklich gut. Weil wenn du selber erzählst, oh, ich habe das gemacht und das, dann wirkt es nur arrogant und eingebildet. Aber wenn du sagst, boah, ich fand das voll toll, hier XY hat dieses und jenes gemacht, es wirkt halt einfach besser. Ja, das finde ich gut. Ja, Cato der Jüngere, ein standhafter Verteidiger des Römischen Reichs. Aber wohin haben ihn seine Überzeugungen gebracht? Durch Cäsar ermordet. Nicht ganz, er starb durch seine eigene Hand. Und als Cäsar davon erfuhr, sagte er, Cato, ich gönne dir deinen Tod nicht, denn du hast mir deine Erhaltung nicht gegönnt. Ein bitteres Ende, aber nicht ganz ohne Süße. Können wir jetzt bitte aufhören? Ah, da ist die Abtei. Ich erinnere mich gerne an diesen Ort zurück und an Vater Matthias. Es hat mich betrübt zu hören, dass er gestorben ist. Woher kanntet ihr ihn? Woher kanntet ihr überhaupt Kirsau? Meine Familie fördert Kirsau seit mehr als Generationen. Ich kann schon nicht mehr lesen, Leute. Meine Familie fördert Kirsau seit mehr Generationen, als ich zählen kann. Ah. Ich habe gehört, dass Kirsau vor einigen Jahren noch eine wundervolle Bibliothek und wunderbare Kunsthandwerker hatte. Ausgebildete Künstler kümmern sich heutzutage meist um die Herstellung von Manuskripten. Umso mehr überraschte es mich, dass es hier noch ein Skriptorium gibt. So, wir haben jetzt drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. Nun, viel ist nicht mehr übrig. Zwei alte Männer, ein junger Schreiber und ich. Oder dieser Ort eignet sich so gut wie jeder andere, um Kunst zu erschaffen. Oder die verbliebenen Künstler sind sehr begabt, wenn auch etwas altmodisch. Naja, ich würd nüchtern sagen, was es noch ist. Ach, vielleicht ist es eine Art von Heimweh, die mich hierher führt. Ich habe vor einem Jahr ein Manuskript bei Vater Gernot in Auftrag gegeben. Ich wollte mir ein Bild vom Fortschritt machen. Oh, seid ihr der Künstler, der daran arbeitet? Ein Gebetsbuch mit 20 Abbildungen. Ich kenne die Arbeit, aber nein, ich kenne den Künstler gut. Unser geschätzter Bruder, der alte Piero. Wie alt? Er ist noch bei klarem Verstand und tüchtig, wenn ihr das meint. Bruder Piero hat ein unglaubliches Talent mit Farben. Dann freue ich mich darauf, es zu sehen. Boah, muss eine interessante Zeit gewesen sein, in der man sich über ein Gebetsbuch freut. So, bitte, ich muss jetzt wirklich Folge beenden. Michelaus, kümmere dich um die Pferde und das Gepäck. Ich gehe zur Abtei. Sehr wohl, mein Herr. Speichern und beenden. Nun gut, lassen wir den Abend nicht länger warten. Ah! Nonnen. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Haus der Benedikter Mönche und Nonnen beherbergt, wenn auch getrennt. Die Kirche hat die meisten vor Jahrhunderten geschlossen. Aber Kirsau ist eben auch ein Ort, der auf mehr als eine Art aus der Zeit gefallen scheint. Wir können fragen, kennt ihr Mutter Cecilia? Sie schien euch zu erkennen. Oder warum wurden sie geschlossen? Oder wir sagen nichts. Wir fragen das Erste. Wir sind neugierig immer noch. Wir sind miteinander bekannt. Belassen wir es dabei. Was hast du hier gemacht? Schon zwei Frauen, die... Ist er eigentlich ein Player? Ah, ihr müsst Vater Gernot sein. Ich bin Lorenz, Baron von... Ja, Baron von Rotvogel, es ist eine Freude, euch erneut bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben uns bereits bei eurem letzten Besuch kennengelernt. Ah, wenn ihr das sagt, ich kann mich schlecht an Gesichter erinnern. Bitte vergebt mir, mein Herr, ich hatte euch erst in einigen Tagen erwartet. Ja, ich bin vorausgeritten. Ich konnte es nicht erwarten, das Manuskript zu sehen. Das macht doch sicher keine Umstände. Ja, ich meine nein, es macht keine Umstände. Wollt ihr es jetzt sehen? Oh, nicht sofort. Ich würde zuerst ein kleines Mahl einnehmen. Darf ich mich in eurer Küche bedienen? Das findet er super. Ja, selbstverständlich, mein Herr. Ich komme dort zu Ihnen. Andreas, ich weiß nicht, was du mit dem Baron gemacht hast, aber du musst jetzt sofort ins Skriptorium gehen. Natürlich, Vater, ich will mich gleich wieder an die Arbeit machen. Oder warum lasst ihr es an mir aus? Es ist nicht mein Problem.
Oder ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, um eine Vorauszahlung für das Stundenbuch zu erwähnen? Ich würde sagen, ja, es ist ein schlechter Zeitpunkt, ha? Naja, danke, wir geben mal klein bei. Dann an die Arbeit. Mhm. Mist, ich hätte ihn nach einem Vorschuss für die Steuern der Gärtners fragen sollen. Nee, das muss ich später machen. Vielleicht könnte ich Bruder Mathien davon überzeugen, mich vorab zu bezahlen. Oh, finde einen Weg, bezahlt zu werden. Ja, okay. Ah, okay. Boah, das war jetzt aber ein langes Gespräch und das ist jetzt eine lange Folge. Ich plane nicht, die Folge so lang zu machen. Das tut mir sehr, 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 sehr leid. An dieser Stelle beende ich die Folge. Ich habe vor, in der nächsten Woche 2 Folgen hier von Pentiment zu bringen, weil ich fand die Aufrufzahlen eigentlich für die erste Folge ganz, ganz gut. Und dann schaue ich, wie das weiter ankommt. Entweder gehe ich dann wieder auf eine Folge oder ich mache 2, aber das wird sich eh immer so von Woche zu Woche ändern. Wenn zum Beispiel das Pokémon DLC kommt, dann wird das wieder ein bisschen weniger sein. Na gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem, auch wenn es sehr lang war, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!